Ah, guten Tag. Aua. Hat er mich erwischt? Das geht doch so nicht. Da habe ich gerade wieder Batman gehört. Batman ist ja auch wieder unten. Der tut nicht sein. Ah, da ist Batman. Hallo, Batman. Ich muss erstmal da fackeln. Oh, ein Blümchen. Da war wieder irgendwo ein Zombie. Und eine Spinne. Glaube ich. Oder es war Batman. Denn Batman und die Spinnen klingen alle sehr ähnlich. Und das war gerade sehr sarkastisch gesagt. Oh, ah, da ist einer. Okay. Natürlich konnte er mich nicht sehen. Okay. Graben wir jetzt erstmal das Eisen hier ab. Das Eisen. Die Kohle. Ich habe ein bisschen Angst, dass der gleich hierher kommt. Alter, ich höre ihn die ganze Zeit auf dem linken Ohr. Autsch. Oh mein Gott, ich habe Angst. Aber das ist eine Kiste. Oh, da ist eine Kiste. Hallo? Aber ich finde, das Holz sieht mit dem neuen Texture-Pack echt schön aus. Eisenbarren. Was habe ich hier? Kürbiskerne. Cool. Das nehmen wir mal mit. Oh, jetzt höre ich auf ein Ohren. Was war das? Ach, das war nur die Fackel. Warte, geht's da noch weiter? Alter, ich schieb hier schon Paranoia. Bah! Ich höre zu viel und ich sehe zu wenig. Das ist nicht gut, wenn man viel hört, aber wenig sieht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin nicht schreckhaft, nein. Ey, da ist ja noch eine Kiste. Alter, was geht denn hier ab? Bin ich hier im Land der Kisten und... Minecarts. Kohle, Kohle, Kohle. Was ist das? Melone. Leckere Melone. Oh ja, Melone kann man jetzt zu der Zeit ja auch super essen. Ich bin ein riesiger Fan von Melone. Von Melonen. Oh, da könnte ich... Oh, was ist da? Was ist denn da? Ey, das ist ja voll die super Hinleitung. Ich hab da Angst. Oh, das war dumm. Und zwar hatte ich ja in der letzten Aufnahme darum gebeten, dass ihr mir Themenvorschläge gibt, worüber wir diskutieren könnten, worüber wir reden könnten. Und einfach mal Dinge, worüber ihr meine Meinung wissen wollt. Und, Alter, die Musik passt überhaupt nicht dazu. Könnte ich nicht theoretisch irgendwas anderes anmachen? Moment. Moment, Moment. Momento uno momento. Was könnte ich denn anmachen? Was könnte ich denn anmachen, was dazu passt? Was habe ich denn hier? Ich muss achten, dass es nichts GEMA-verseuchtes ist. Was gibt es hier denn so? Was gibt es hier denn so? Was habe ich denn hier so für Musik? Warte, ich weiß was so. Hier. Das. So. Ja, ich nehme jetzt einfach den Song. Optionen, da muss ich mal ganz kurz. Musik und Geräusche, da mache ich die Musik mal ein bisschen leiser. Und das mit den Kreaturen mal ein bisschen höher. So, fertig. Fertig. Zurück zum Spiel. Ja. So. Gut. Oh nein, oh ne, es ist eine Giftspinne. Och nö. Los, stirb. Ha. Und zwar. Hatte ich ja darum gebeten, dass ihr mir ein paar Themenvorschläge gibt. Und
ein Thema, was ihr unter anderem sehr interessant fandet und worüber ihr reden wolltet, wurde sogar zweimal vorgeschlagen. Und ja, das war von einem Typ. Insgesamt waren es zwei Typen. Zumindest gehe ich davon aus, dass es zwei Typen gewesen sind. Es wäre komisch, wenn nicht. Die Frage lautete, worüber sollen wir in der nächsten Aufnahme reden? Und da hat... Bin ich echt schon voll? What the fuck? Und da hat einer gesagt, Fini, rede mal über Titten. Ne? Also, ihr wisst schon, ne? Das, was Frauen da vorne so haben. Was man auch als Melon bezeichnen kann. Oder als... Ich mach dir gar nichts, tut mir leid. Oder als... die einen nennen sie Melonen. Andere bezeichnen sie als... Oberweite, andere sind sehr höflich und sagen Busen. Und dann gibt es die Leute, die weniger freundlich sind, weniger, oh, da ist ein Creeper. Die weniger, höflich sind, nicht freundlich, sondern höflich. Und die dann eher sagen, red mal über deine Titten. So, und, ich möchte natürlich habe ich mir vorgenommen, dass ich mich zu solchen... Oh, Spinne. Natürlich möchte ich auf jeden Themenvorschlag eingehen, der mir genannt wird. Oh, da war eine Spinne. Die ist vor mir vorbeigelaufen. Ha, 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 ha. Von hinten. Ha, 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 ha. Und ja, deswegen werde ich natürlich diesen Wunsch beherzigen und mit euch in diese Aufnahme über... Oh, was? Die spawnen? Wieso spawnen die? Ich hab doch... Ist da noch eins? Habe ich vielleicht zu wenig? Jetzt müsste es doch reichen. Der Spawn sieht übrigens auch sehr interessant aus. Ja, auf jeden Fall richtig mit nehme ich natürlich nach euren Wünschen, nach euren Vorschlägen. Und deswegen widme ich mich diese Aufnahme ganz dem weiblichen Geschlecht. Wobei eigentlich ist es kein weibliches Geschlecht, denn Männer haben ja genauso sehr Busen wie wir. Also, was macht unseren Busen denn so besonders? Das ist eine wirklich sehr interessante Frage, die ich leider auch nicht beantworten kann. Aber ich mach mal einen Moment. Ich weiß nicht, wieso ich die Musik... Ich wollte einfach mal was ganz kurz was anderes haben. Jetzt kann ich mal ganz schnell wieder die Musik anschmeißen. So. Ja, ihr hattet speziell gesagt, dass ich über meinen Busen reden soll. Aber bevor wir so weit, darum geht's raus, bevor wir so weit kommen, erstmal allgemein über Busen. So, also, wie bereits gesagt, ihr Männer habt ja auch einen Busen, ne? Man-Boobs, wie es in den bekannten Kreisen bezeichnet wird. Und es gibt einen gewissen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Oberweiten. Und das sieht einfach nur so aus, dass in der Regel, der weibliche... Geht es eigentlich irgendwo nach oben? Können wir irgendwas machen? Ich glaube, da kommen wir, glaube ich, noch durch. Es sieht so aus, dass in der Regel der weibliche Busen eher bevorzugt wird als der männliche. Ich meine, es gibt natürlich überall Ausnahmen. Ein paar finden vielleicht sogar männliche Oberweiten sehr viel schöner. Aber in der Regel ist es nun mal andersherum. Ich komme da auch so, vielleicht sollte ich das auch wegmachen. Und es wird vor allem über weibliche Oberweiten gesprochen. Deswegen gibt es auch bei so vielen Videos auf YouTube Thumbnails mit großen, draußen Titten drauf. Oberweiten, Busen. Ich sag lieber Busen, denn, keine Ahnung, ich find dieses umgangssprachliche Titten irgendwie so, ich weiß nicht. Ist nicht so meins. Kann man mal so ab und zu vielleicht mal sagen, aber ich würde es jetzt nicht immer so verwenden. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich hier gleich irgendwas entgegenkommt. Wow. Da gab es gerade einen kurzen... Oh, Alter, Frame-Einbruch. Oh nein. Stirb. Ich benutze die Axt, ich weiß, aber egal. Und, ja. Es ist ja auch so, dass es so eine Art Faszination
gegenüber dem weiblichen Busen gibt. Denn wir können zum einen Milch geben für unsere Kinder. Und ich weiß nicht wieso, aber Männer scheinen großes Gefallen daran zu haben, sie einmal zu anzufassen. Ich weiß nicht, ob man das sowas mit dem männlichen Geschlecht, ob man das gleich mit dem männlichen Geschlecht gleichsetzen kann. Denn ich, bei mir ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie vor dem PC sitze und dann denke, oh, jetzt will ich mal gern beim Typen so ein bisschen. Ne? Also, nee, von sowas kann ich leider nicht berichten. Das heißt leider, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mal sowas berichten kann. Ich packe den Tintenbeutel weg, den braucht niemand. Ich habe zwar Thaddäus getötet, aber sein Blut sollte trotzdem nicht an meinen Händen kleben bleiben. Und gibt es da, ich glaube, da unten gab es nie. Ach so, da ging es doch noch woanders lang. Ja, und es gibt natürlich unterschiedliche Formen und Größen von Oberweiten. Es gibt große, kleine, straffe und schlaffe. Und halt noch alle möglichen Varianten dazwischen. Ich werde jetzt nicht sagen, was für ein Typus meine in etwa entsprechen. Oh, was ist denn da los? Oh, da unten war auch noch was. Da unten war auch noch was. Ich hab's gesehen. Ich glaube, das war ein Creeper. Oder? Eine Hexe! Hexe, Hexe, Hexe! Nein, 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 nein! Verpiss dich, verpiss dich! Verpiss dich! Oh. Huhuhu. Was macht die Hexe hier? Das heißt, hier müsste irgendwo ein Hexenhaus sein, oder? Ich meine, Hexen gehen ja in der Regel nicht so weit weg von ihrem Zuhause. Ey, was würde ich dafür tun, jetzt ein Dings zu werfen, jetzt eine Granate zu schmeißen? Auch der arme Tintenfisch. Nein! Ich rette ihn mal, ich erlöse ihn von seinem Leid. Ja, ich werde jetzt nicht sagen, was für ein Typus. Ha. Das war. Achso, nee, ich wollte schon sagen. Aber es ist auch gar nicht mal so wichtig, denn wichtig ist, dass es auf jeden Fall unterschiedliche Arten gibt. Das war schon wieder Facebook. Und man auf jeden Fall auch jede Art respektieren sollte. Denn es ist genauso wie mit dem männlichen Geschlechtsteil. Wir werden mit diesen Geschlechtsteilen geboren und dann gibt es welche, die eben sehr viel Glück haben, die vielleicht auch ihr Geld damit benutzen ihrer Oberweite Geld verdienen. Oh, der hat ja was gedroppt, aber es ist nur ein leeres Glas, oder? Ja, das ist nur ein leeres Glas. Ich mal ganz kurz gucken. Ja, Glasflasche. Und ja, es gibt auch welche, die ihre vielleicht nicht so toll finden und ja, dann vielleicht auch deswegen so eine Art kleine Komplexe haben und sich nicht so trauen, auf einem Mann zu stehen, wenn sie nicht gerade große haben und vielleicht auch nicht so ein großes Selbstbewusstsein besitzen. Es ist alles möglich, genauso wie beim männlichen Geschlecht. Bloß, dass es in der Regel so ist, dass wir dann emotional sind. Ich möchte aber eigentlich gar nicht. Eigentlich sollte man. Ist auch nicht. Was ist das denn? Was ist das für ein Stein? Ist das Redstone? Alter, lass mich doch. So. Ich versuche immer, beziehungsweise ich versuche es eigentlich immer zu vermeiden, bestimmte Eigenschaften, die so stereotypisch sind, auf Gruppen festzulegen. Denn ich bin halt ein Mensch, der überhaupt nicht für Stereotypen ist, der diese ganzen stereotypischen. Dieses ganze Stereotypisieren, so rum. Total verabscheut. Deswegen ist eigentlich doof mir zu sagen, dass Frauen vor allem emotionaler sind, aber gerade Lava als Männer. Ach, hier ist ja auch Obsidian, aber wir haben natürlich keine Diamanten, das heißt, wir müssen zuerst Diamanten suchen. Aber naja, jeder wird halt mit einer unterschiedlichen Größe an einer Oberweite geboren, muss damit klarkommen
Und ja, deal with it. Ich meine, man könnte natürlich noch ein bisschen was ändern, ne? Kannst da noch ein bisschen Chemie reinstopfen lassen, damit das ein bisschen schicker aussieht, aber ich würde sowas, glaube ich, nicht machen. Also wenn meine irgendwie so deformiert wären, also weil es irgendwie irgendwelche Fehler gab oder sonst was, dann würde ich es eventuell schon in Erwägung ziehen. Aber wenn es jetzt einfach nur, wenn es mich jetzt einfach nur stören würde. Creeper. Au! Oh Gott. Aha! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich habe den Creeper gesehen, aber it was too late. Aber, der andere, Alter, da ist ja noch ein Creeper. Was ist denn nur los mit euch?